Matthias Messi, der ältere Bruder des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi, ist in Argentinien wegen des unerlaubten Mitführens einer Schusswaffe zu einer 2,5-jährigen Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der 35-Jährige war am 30. November 2017 verhaftet worden, nachdem er auf einem Boot, das auf einem Fluss trieb, angetroffen worden war. Dabei trug er die Schusswaffe bei sich und konnte keine schlüssige Begründung liefern, weshalb er sie mitgeführt hatte. Das Gericht in seiner Heimatstadt Rosario verurteilte Messi zu Zivildienst. Nach Informationen lokaler Medien soll die Entscheidung auf einem Deal mit der Staatsanwaltschaft beruhen. Messi muss nun jeden seiner Schritte den Behörden mitteilen und wird von diesen streng kontrolliert. Er darf zudem keine alkoholischen Getränke konsumieren. In der Vergangenheit war der Messi-Bruder, der als Enfant terrible der Familie gilt, bereits mehrfach mit Skandalen in die Schlagzeilen geraten. Punkt. Bereits 2015 war er wegen des unerlaubten Mitführens einer Waffe bestraft worden.